In unserer heutigen Vorlesung zur Turbulenztheorie möchte ich einen großen Schritt vorwärts wagen, und zwar in das neue Jahrhundert. Wir sind jetzt also hinter 1900, genauer gesagt im Jahre 1904, wo eine entscheidende Veröffentlichung zur späteren Turbulenztheorie geschrieben wurde, und das war von Prandtl seine berühmte Grenzschichttheorie. Die Veröffentlichung heißt die Flüssigkeitsbewegung bei sehr kleiner Reibung. Sie sehen das hier, habe ich die Titelseite dieser Veröffentlichung einmal hinkopiert. Doch zunächst erstmal, worum ging es? Zu der damaligen Zeit konnte man schon sehr schön Potentialströmungen, so wie wir das in dieser Vorlesung auch gemacht haben, rechnen. Man konnte auch Stromlinien rechnen. Man wusste aber auch sehr genau, wie Sie an unserem Bild hier erkennen, dass die Potentialströmungen in der Nähe einer Wand vollkommen falsch sind. Also das heißt, hier an dieser Wand, die ja hier unser Hindernis sein soll, ein kugelförmiges Hindernis, eine Kugel oder ein Zylinder im zweidimensionalen Raum, hier an dieser Wand stimmt diese Strömung überhaupt nicht, denn an der Wand geht die Strömung nach Null runter. Wenn wir aber eine Potentialströmung berechnen, dann wird die Strömung aufgrund der Verdrängung, aufgrund der Kontinuitätsgleichung da immer größer. Aber es gibt keine Grenzschicht hier zu dem Körper, und das ist natürlich vollkommen falsch, denn direkt am Körper muss die Strömungsgeschwindigkeit Null sein. In der Potentialtheorie ist die Strömung da also sehr groß. Ja, das ist der Ansatzpunkt, wo wir derzeit stehen. Das wusste man schon, dass das vollkommen falsch ist, weil man das natürlich aus Messungen kannte, und konnte es aber zur damaligen Zeit nicht richtig in eine praktikable Theorie bringen. Der das verstanden hat und dann auch hinbekommen hat, war Ludwig Prandtl. Ludwig Prandtl ist hier in München, besser gesagt in Freising, geboren und kommt aus einer Familie, wo der Vater schon Professor war, also aus einem Bildungshintergrund, und hat dann 1894 das Maschinenbaustudium hier an der TH München aufgenommen, was die heutige TU München ist. 1900 hat er promoviert, seine Promotion abgegeben bzw. seinen Doktor erhalten. Er hat in Mechanik promoviert, Kipperscheinungen, ein Fall von instabilem Gleichgewicht, und ist dann danach in die Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg gewechselt und hat da zum ersten Mal mit Strömungsmechanik zu tun gehabt. Hat also ursprünglich, heutzutage würden wir als Bauingenieur sagen, in der Statik oder im Konstruktiven gearbeitet, ist dann in die Strömungsmechanik gegangen, indem er da mit der Entwicklung einer Absaugeanlage beschäftigt war. Ja, 1902 ist er dann Professor an der TH Hannover geworden, Technische Hochschule, heute TU oder Uni Hannover, und hat da das veröffentlicht, mit dem wir uns heute beschäftigen, nämlich die Grenzschichttheorie. Ja, diese Grenzschichttheorie, ein kleiner Aufsatz von nur 8 Seiten, auch sehr, sehr einfach zu lesen, ganz wenig Gleichung, die Navier-Stokes-Gleichung, so wie wir sie heute kennen, auch in der heutigen Schreibweise, werden da diskutiert, keine komplizierte Mathematik, und ein sehr inspirierender Aufsatz. Der hat dazu geführt, dass er 1904 dann eine vielleicht besser dotierte Professur, ich muss auch selbst sagen, Göttingen ist schöner als Hannover, an der Georg-August-Universität Göttingen bekommen hat, wo ich selbst Physik studiert habe. Und da hat er dann ein Versuchslabor für Luftschiffe, für die Luftschifffahrt gegründet, was dann später die Aerodynamische Versuchsanstalt Göttingen war. Ja, aus diesen aerodynamischen Instituten in Göttingen sind dann später sowohl das Max-Planck-Institut für Strömungsforschung hervorgegangen, was ich auf dieser Folie einfach mal erwähnen möchte, weil auch ich habe da 1,5 Jahre gewirkt und gearbeitet, aber nur mein Diplom gemacht. Mein Diplom dauerte damals 1,5 Jahre und hat sich mit Wasserstoffatomstrahlen beschäftigt. Ja, und zudem auf dem gleichen Gelände ist die Deutsche Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrtforschung entstanden, was dann heutzutage die DLR, die Deutsche Luft- und Raumfahrtagentur, geworden ist. Also viel berühmte Dinge sind an diesem Institut in Göttingen hervorgegangen, und auch dieses Institut hat mich
eben damals zur Strömungsmechanik gebracht. Wie gesagt, 1907 hat Prandtl diese Modellversuchsanstalt für Aerodynamik der Motorluftschifffahrt gegründet. Und da war die wesentliche Fragestellung, was ist die beste Form für ein Luftschiff? Wir müssen also Körper umströmen. Wir müssen Körper umströmen und sehen, was passiert genau hinter diesen Körpern. Ja, aus dieser allgemeinen Versuchsanstalt für die Aerodynamik ist dann später das Kaiser-Wilhelm-Institut geworden und das wurde dann nach dem Krieg als in Max-Planck-Institut umbenannt. Also viel Luft- und Raumfahrtgeschichte in Deutschland kommt letztendlich von diesem Institut in Göttingen in der Bunsenstraße. Ja, das an der Stelle zu der Historie. Was ist die Motivation für seinen Aufsatz? Die Motivation für seinen Aufsatz, den er eigentlich noch aus seinem Hintergrund des Maschinenbaus geschrieben hat, wo es also noch nicht um Luftfahrt ging, war folgendes. Hier die Navier-Stokes-Gleichung, so wie wir sie fast schon oder eigentlich genauso auch in seiner Veröffentlichung finden, dass μ, unsere dynamische Viskosität, heißt bei ihm K. Und er nimmt die Operatorschreibweise da in diesem Aufsatz. Da schreibt er sehr genau, dass diese Differentialgleichung viel sehr unangenehme Eigenschaften haben und für komplexe Probleme kaum lösbar sind. So, und deswegen stellt er ein Programm auf und sagt, man muss diese Differentialgleichung planmäßig vereinfachen, damit ich sie für einfache Fälle lösen kann. Und der wichtigste Fall ist eben das Verhalten von Flüssigkeiten an den Wänden von Körpern. Denn überall, wo eine Flüssigkeit strömt, die für uns wichtig ist, ist irgendwo auch eine Wand. Wenn wir nur diese Strömung hier der Luft in diesem Raum betrachten, dann sind hier Wände, dann sind hier Körper, nämlich wir, dann sind hier Rechner, um die es herumströmt etc. In einer Rohrströmung haben wir eine Bewandlung und in einer Gerinneströmung haben wir ähnlich eine Bewandlung. Wir haben grundsätzlich Bewandlung in allen geophysikalischen Strömen, das heißt im Meeresboden, die Oberfläche für die Atmosphäre. Das Einzige, wo mir derzeitig keine Bewandlung einfällt, was vielleicht eine relevante Strömung war, wären die Strömungen in der Sonne. Plasmaströmungen in Sternen, das wären vielleicht Strömungen, wo mir derzeitig keine Bewandlung zu einfällt. Ja, also diese Differentialgleichung konnte man seinerzeit nicht lösen und deswegen musste man Vereinfachung einführen. Und er schreibt wirklich wunderschön, diese Differentialgleichung, der Differentialgleichung ist leicht zu nehmen, dass bei genügend langsamen und auch langsam verändernden Bewegungen der Faktor von Rho gegenüber den anderen beliebig klein ist, sodass hier mit genügender Annäherung der Einfluss der Trägheit vernachlässigt werden darf. Schauen wir zurück, was meint er? Er meint also, dieser Term, wenn wir kleine Geschwindigkeiten haben, dann nehmen wir an der Stelle kleines mal kleines. Kleines mal kleines, das wird noch kleiner, dann können wir, und wenn es zeitunveränderlich ist, was er vorher sagt, dann kann diese ganze rechte Seite vernachlässigt, die linke Seite vernachlässigt werden. Wir haben also nur Druck und Viskosität zu berücksichtigen. Ja, und das ist in der Grenzschicht der Fall, aber dazu komme ich gleich. Ja, umgekehrt wird bei genügend rascher Bewegung das in v quadratische Glied, v mal Gradient v, Änderung der Geschwindigkeit infolge Ortswechsels groß genug, um die Reibungswertwirkung, k ist jetzt die Viskosität, k mal Divergenz Gradient v, als ganz nebensächlich erscheinen zu lassen. In den in der Technik in Frage kommenden Fällen von Flüssigkeitsbewegung tritt Letzteres fast immer auf. Er geht also immer davon aus, dass die Strömungen so schnell sind, dass nur diese Terme eine Bedeutung haben. Es liegt hier also nahe, einfach die Gleichung der reibungslosen Flüssigkeit zu berücksichtigen. Dann können wir also die Viskosität vernachlässigen. Man weiß indessen, dass die bekannteste Lösung dieser Gleichung meist sehr schlecht mit der Erfahrung übereinstimmt. Wenn wir das benutzen, dann kommen wir in der Tat auf sowas, was ich Ihnen eben gesagt habe. Wenn wir also die Viskosität vernachlässigen, dann kommen wir auf sowas und das stimmt halt in der Nähe eines Randes nicht. Ja, und zu diesen Sachen macht er auch Versuche, zu seinen Theorien macht er auch Versuche und der Versuchsausbau, auch eine sehr schöne Abbildung in der Veröffentlichung von 1904, funktionierte folgendermaßen. Er hat ein Gerinne, was sozusagen hier durch ein Rad, durch einen Propeller angetrieben wird und dieses Gerinne ist in der Mitte durch eine Trennwand getrennt, das heißt, das Fluid fließt ja, das Wasser fließt hier so rum und dann kann er hier an der Stelle verschiedene einbauen, das ist also nichts anderes als eine Strömungsrinne, bloß in zwei
Etagen, wo es unten zurückströmt, fließt es hier wieder rum. Heutzutage haben wir nichts anderes als ein Rohrsystem für den unteren Bereich. Dann haben wir hier eine Pumpe und das ist unsere Strömungsrinne. Also ein sehr einfacher Versuchsaufbau, mit dem also aber viel gemacht wurde und wirklich viele schöne Abbildungen auch produziert wurden, die er dann dementsprechend ausgemessen hat. Und Sie sehen hier, dass er dann hier eben in diesem Bild zeigt, hier ist der Versuchsausbau mit einer Zylinder als Widerstandskraft da drin und das ist nochmal von oben gesehen, dass er also da auch noch schon einmal, dass er da sowas wie eine Karmannsche Wirbelstraße hier entsteht. Das ist also der Versuchsaufbau, er hat also dementsprechend auch Versuche zu diesen Problemen, mit denen er sich dann theoretisch beschäftigt, gemacht. Ja, und dann trennt er. Nach dem vorhergehenden zerfällt also die Behandlung eines bestimmten Strömungsvorgangs in zwei miteinander in wechselwirkende Teile. Einerseits hat man die freie Flüssigkeit, da wo die Wand keinen Einfluss hat. Die freie Flüssigkeit, die als reibungslos nach den Helmholtzschen Wirbelgesetzen behandelt werden kann. Andererseits die Übergangsschicht, Grenzschicht, an den festen Grenzen, deren Bewegung durch die freie Flüssigkeit geregelt wird, die aber ihrerseits durch die Aussendung von Wirbelschichten der freien Bewegung das charakteristische Gepräge geben. Er behauptet also nicht direkt, aber so hat man es dann später interpretiert, dass wir im Prinzip unsere Differentialgleichung, unsere Navier-Stokes-Gleichung in zwei Teile zerlegen können. Oder so hat man später interpretiert. Wir können einerseits sagen, die advektiven Terme oder beziehungsweise das sind die Trägheitsterme, die aus der Trägheit des Wassers kommen, fallen entweder weg und dann bleibt das stehen. Also nur eine zweite Ableitung der Geschwindigkeit. Oder wir lassen die Viskosität gegen Null gehen, das ist im Außenbereich, nicht in der Nähe der Wand. Dann bekommen wir diese Differentialgleichung und das ist nichts anderes als die Euler-Gleichung. Wir lösen also im Außenraum die äußere Euler-Gleichung und wenn wir zu einer Wand kommen, dann lösen wir diese Gleichung, die man auch als Gleichung der schleichenden Strömung manchmal bezeichnet. Ja, das wollen wir einmal tun. Das steht da nicht explizit zu, das wurde aber später so interpretiert, dass das wohl gemeint sein könnte. Das muss ich für die Grenzschicht lösen, an einer Wand, an was für einer Wand auch immer, und das darf ich im Außenraum lösen. Damit habe ich zwei lösbare Gleichungssysteme, denn das ist nichts anderes als nur eine Poisson-Gleichung. Im einfachsten Fall, und das ist unsere Euler-Theorie, die eben entweder zu Potentialströmungen oder zu Stromlinien führt. Beides also in irgendeiner Form einfach lösbar. Ja, ich möchte das mal machen. Wir schauen uns mal einfach die Geschwindigkeitsverteilung in einer sogenannten homogenen Grenzschicht an. Ich habe hier also, die X-Achse ist unsere Wand. Sie entläuft also entlang der Wand und die Y-Achse ist die senkrechte Achse zur Wand. Und ich möchte einmal da, das Ziel einer solchen Theorie ist zu bekommen, wenn da etwas dran landstößt, die Geschwindigkeitsverteilung U von XY, das heißt in X-Richtung und V von XY in Y-Richtung. Ja. Und nach dem, was Prandtl gesagt hat, können wir also sagen an der Stelle, dass wir die rechte Seite unserer Navier-Stokes-Gleichung nur nehmen. Wir haben nur eine U-Geschwindigkeit. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass keine V-Geschwindigkeiten hier sind. Wir nehmen jetzt mal an, es gibt nur eine U-Geschwindigkeit. Dann ist das der Rest der Navier-Stokes-Gleichung. Wenn zudem alle äußeren Kräfte null sind, Gravitation geht in Z-Richtung beispielsweise, also wir schauen eine Wand an in diese Richtung, die Y-Achse, dann fällt das auch weg und wir haben nur das stehen. Gehen wir davon aus, dass der Druck das Druckgefälle konstant ist, weil wir es vielleicht von einer Pumpe oder sonst woher kennen. Wir kennen also das Druckgefälle, dann können wir diese Differentialgleichung integrieren. Wir teilen erstmal durch die Viskosität, integrieren dann einmal über Y und dann kriegen wir heraus, wir müssen das mal Y nehmen, also wenn wir das über Y integrieren, dann fällt hier die erste Ableitung weg und hier kommt 1 durch Rho mal Nü, dp nach dx mal y plus eine Integrationskonstante C1. Das ist die Ableitung von U von du nach dy. Und das können wir nochmal integrieren. Dann kommt hier 1/2 y Quadrat vor den Konstantterm hier hin. Dann kommt C1y und eine weitere Integrationskonstante C2. Das kennen Sie irgendwoher, nämlich aus den laminaren Gerinneströmungen. Aus den laminaren Gerinneströmungen haben wir ebenfalls so ein quadratisches Geschwindigkeitsprofil bekommen. Die Theorie unterscheidet sich an dieser Stelle auch nicht von dieser Theorie. Wir haben also über einer Wand so etwas wie ein quadratisches Geschwindigkeitsprofil zu erwarten, wenn denn alle anderen Terme wegfallen. Ja, und den Rest
der Theorie möchte ich Ihnen an dieser Stelle auch nochmal wiederholend jetzt bloß für eine Wand vorstellen. Die Gerinneströmung ist nichts anderes als eine Bodenwand oder als eine Strömung über einer Bodenwand, aber ich möchte es nochmal in diesem Zusammenhang kurz erklären. Der nächste Schritt ist, diese Gleichung zu lösen, ist zu sagen, wir nehmen an der Wand eine Stokesche Wandhaftbedingung an, das heißt, die ersten Moleküle meines Fluides haften an der Wand und bewegen sich nicht, die nächste Schicht bewegt sich etwas schneller, die nächste Schicht wieder etwas schneller. Selbst wenn sich die Moleküle auf der ersten Schicht bewegen, dann hopsen sie wirklich nur Molekülschritte weiter, also hopsen von Wandmolekül zum Wandmolekül, was eine sehr langsame Bewegung ist, was sich also im Angströmbereich pro weiß ich nicht was befindet. Also, das heißt, U von Y für Y gleich 0 ist 0 und daraus bekomme ich heraus, C2 ist gleich 0 und damit fällt C2 weg und ich habe diese Lösung so, wie sie hier steht. Ja, die Konstante C1 nenne ich jetzt mal einfach anders. Die nenne ich einfach mal U² durch Nü. U Quadrat soll eine Geschwindigkeit sein, das passt dann von den Einheiten. U Stern Quadrat, Entschuldigung, U Stern Quadrat, ganz wichtig. U Stern Quadrat durch Nü. Wie gesagt, ich kann Konstanten, sage ich immer wieder, belegen, wie ich will, benennen, wie ich will. Ich kann sie auch ganz anders nennen. Hier steht die Viskosität drin. Wenn jetzt diese Konstante 17 ist, dann muss ich das nur das U Stern Quadrat so anpassen, dass das geteilt durch die Viskosität 17 ergibt. Also damit habe ich jede beliebige Freiheit. Und die Frage ist, was ist dann U Stern? Wenn ich das also als die Integrationskonstante C1 annehme, dann ist die Frage hier, was ist dann U Stern? Ja, schauen wir darauf nochmal auf die Wandschubspannung. Das ist nämlich unsere nächste Größe, die wir betrachten wollen. Und dann stellen wir sehr schnell fest, dass U Stern etwas mit der Schubspannung zu tun hat. Die Wandschubspannung oder die Schubspannung, die viskose Schubspannung, ist nach dem viskosen Spannungstensor das. Und das wollen wir auf die Wandebene projizieren. Wir müssen also das mit einem normalen Einheitsvektor auf die Wand multiplizieren. Und der normalen Einheitsvektor auf die Y-Ebene ist 0, 1, 0. Das ist der ganz einfach der normalen Einheitsvektor auf eine XZ-Ebene, das heißt mit der Y-Achse als normale. Ja, das, wenn ich das ausmultipliziere, kriege ich nur noch eine, ist klar, kriege ich nur noch das mit dem multipliziert, das mit dem multipliziert und das mit dem. Ich kriege also jeweils die mittlere Komponente heraus und die steht dann hier nochmal einzeln hingeschrieben, die mittlere Komponente. Es gibt nur eine U-Geschwindigkeit, das heißt V ist 0 und W ist 0, das heißt hier fällt alles weg, dann steht hier das da drin. Und nur noch die U nach dy und die U nach dy ist die Ableitung, das, was hier steht, am Rand für y gleich 0. Für y gleich 0 fällt dieser Term weg. Die u nach dy ist das heißt, es bleibt das stehen. Multipliziere ich das aus, stelle ich fest, dass die Schubspannung so etwas ist wie Dichte meines Fluides mal u Stern Quadrat. Und deswegen nennt man das auch die Schubspannungsgeschwindigkeit. Sie kommt in verschiedenen Bereichen der Strömungsmechanik vor. Es ist immer die ähnliche Herleitung, die Sie sich auch durchaus einfach mal genauer anschauen sollen, weil sie kommt immer wieder vor. Das ist die Schubspannungsgeschwindigkeit. Also eine Schubspannung kann ich grundsätzlich darstellen als Dichte mal Geschwindigkeit zum Quadrat. Und wenn ich die Wandschubspannung damit beschreiben möchte, kann ich jede Schubspannung so darstellen, dass ich sie hier durch das U-Stern hier beschreibe. Durch das U-Stern hier beschreibe. Gehen wir zurück auf Reynolds. Reynolds hat nicht diese vereinfachte Form. Ach so, dieses Geschwindigkeitsprofil kennen Sie schon aus der Vorlesung über laminare Gerinneströmung. Das sieht genauso aus. Da ist die Herleitung etwas anders. Aber im Prinzip sieht das Geschwindigkeitsprofil so aus. Das heißt, von der Wand ausgehend steigt es zunächst erstmal nahezu linear an und dann geht es in den quadratischen Anteil rüber. Und hier, wo es dann keine Steigung mehr hat, geht es dann in die Außenströmung, in den ungestörten Bereich über. Das ist also das Geschwindigkeitsprofil, was sich daraus ergibt. Ja, Prandtl selbst, ich habe gesagt Reynolds, Prandtl selbst hat sich aber mit einem anderen Problem beschäftigt. Der hat nicht so viel weggelassen, wie wir hier sagen. Bloß das passt nicht ganz mit dem zusammen, was wir heutzutage sagen über Grenzschichttheorie, dass er oder das, was er selbst in dem Aufsatz sagt, für
genügend langsame Strömung, kann ich die Trägheitstherme weglassen. Also in der Wandgrenzschicht selbst löst er dann diese Gleichung und misst auch die entsprechenden Therme aus. Er löst sie aber damals schon numerisch. Er löst diese Gleichung schon numerisch über ein Kutta-Verfahren, oder es wird Kutta zitiert. Es wird allerdings nicht beschrieben, wie er das macht. Das wird damals sicherlich recht clumsy, recht umständlich gewesen sein. Aber das Wichtige ist, wenn er also die advektiven Therme drinne lässt, die Viskosität drinne lässt für die Y-Achse und hier die Kontinuitätsgleichung für eine zweidimensionale Strömung löst, dann bekommt er dieses hier skizzierte Geschwindigkeitsfeld heraus. Und dieses hier skizzierte Geschwindigkeitsfeld hat einen wichtigen Punkt, der dann die zukünftige Luftfahrtgeschichte oder beziehungsweise die Strömungsmechanik der Luftfahrt vollständig beeinflusst und auch beherrscht, nämlich der sogenannte Ablösepunkt. Er sieht hier also nur am Anfang, wenn wir also mehr Terme berücksichtigen, dann sehen wir nur am Anfang dieses quadratische Geschwindigkeitsprofil, wenn wir hier reinkommen. Hier ist dieses quadratische Geschwindigkeitsprofil, was ich Ihnen hier vorhin dargestellt habe, das ist unser erst lineare, dann quadratischer Bereich und dann geht es in die Außenströmung über. So, das fängt dann an, immer mehr zu kippen, zu kippen, zu kippen. Bis hier an der Stelle hat dann die Geschwindigkeitsableitung in Y-Richtung ist dann null. Das heißt, die Geschwindigkeit steigt nahezu linear oder nahezu ist erstmal am Boden natürlich grundsätzlich null, aber steigt auch kaum an. Und dann fängt es an diesem Punkt umzudrehen. Das heißt, ein Stückchen weiter gibt es schon eine Rückströmung. Obwohl es in die eine Richtung geht, also obwohl es in die x-Richtung geht, fängt es nach diesen Differentialgleichungen, die Lösung dieser Differentialgleichung zeigt, dass es hier eine Rückströmung gibt. Und das ist genau der Punkt, wo die laminare Strömung in eine turbulente Strömung umsteht. Und Prandtl hat damit gezeigt, dass der Umschlag der Turbulenz letztendlich damit zu tun hat, dass die Strömung, wie man es heute oder wie er es auch schon sagt, sich ablöst. Und das macht er durch dieses gestrichelte Bild. Die Strömung fängt an zu rotieren und schiebt sich von hinten unter die ankommende Strömung. Das heißt, sie rotiert, geht zurück und schiebt sich von unten unter die ankommende Strömung. Die ankommende Strömung wird damit nach oben abgelenkt. Und deswegen nennt er das eine Ablösung der Strömung. Die Ablösung wird nach oben abgelenkt. Und das findet hier in der Regel an diesem Punkt unter viel Turbulenz statt. Und diese Turbulenz ist entscheidend für die Konstruktion von Tragflügeln, was er dann in einer späteren Veröffentlichung auch zeigt. Soweit zur Prandtls ebenem Wandgrenzschichtproblem. Ich möchte Ihnen die Lösung dieser Differentialgleichung hier in dieser Vorlesung nicht zeigen, weil ein späterer Doktorand von Prandtl hat diese Gleichung, ist es dann gelungen, diese Gleichung numerisch zu lösen. Und das war Blasius. Und damit möchte ich mich mit Ihnen in der nächsten Vorlesung beschäftigen.